FS. Och nee, ich muss noch Literatur für meine Präsentationsarbeit suchen. Oh Mann, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja, dann lass uns doch mal spielen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so viele tolle Möglichkeiten in der Bibliothek haben? Das wäre doch einmal eine gute Frage fürs JFS-TV. Komm, lass es uns doch rausfinden. Kommt noch jemand mit? Ja, ich warte! Herzlich willkommen bei JFS-TV! Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit der Bibliothek der Jakob-Friedrich-Schölkopf-Schule, die außerdem noch letztes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum hatte. Ich suche mir jetzt erstmal Informationen über die Geschichte der Bibliothek. Gut, dann suche ich einen von den Bibliothekaren auf. Hallo Braun! Ende der 70er Jahre wurde im Zuge von Umbauarbeiten die Schulbibliothek eingerichtet. Diese Bilder zeigen die Bibliothek Ende der 70er Jahre kurz vor der Eröffnung. 1980 wurde dann die Bibliothek in Betrieb genommen. Mit ca. 1600 Büchern, 4 Zeitschriften und 2 Tageszeitungen umfasste der Medienbestand damals ca. 1/10 des heutigen Bestandes. In den Jahren 1990 bis 1995 kamen dann die neuartigen Audio-CDs, CD-ROMs und weitere Zeitschriften hinzu. So erweiterte sich das Medienangebot um ein Vielfaches. 1989 wurden dann die ersten Computer angeschafft, woraus sich 5 Schülerarbeitsplätze mit Internetzugang entwickelten. Nach ca. 25 Jahren folgten dann Erneuerungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Erneuerung des Teppichbodens sowie neue Regale. Doch die neueste Errungenschaft der Bibliothek sind die E-Medien, die letztes Jahr anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens angeschafft wurden. Guten Tag, Herr Braun. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Oh, schon sehr lange. Ich war von Anfang an hier in der Bibliothek und das sind jetzt über 30 Jahre und habe das miterlebt von ganz kleinen Anfängen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wieso denn eigentlich die Bibliothek? Das war damals meine erste Stelle nach dem Studium und ich habe die Bibliothek sozusagen aufgebaut. Wir hatten am Anfang nur Bücher, zwei Tageszeitungen, ganz wenige Zeitschriften und es ist einfach über die Jahre hin immer mehr geworden. Was für besondere Ereignisse haben Sie denn hier erlebt? Es gab viele Ereignisse, also was mich insgesamt sehr beschäftigt hat, das war damals der Umbau vor 2-3 Jahren, als Handwerker kamen und die Seitenwände rausgerissen haben. Also da hatte ich richtig Angst, jetzt wird die Bibliothek zerstört. Aber es hat sich zum Glück zum Guten gewendet. Und was anderes waren eigentlich immer diese Autorenlesungen. Wir haben ja oft Schriftsteller eingeladen aus der Nähe oder von weiters her. Vielen Dank, Herr Braun. Nun stelle ich die letzte Frage an Herr Rolle. So, was für Ziele haben Sie denn für die Zukunft? Ja gut, die Zukunft ist auch in der Bibliothek angekommen. Wir als Bibliothek verändern uns sehr viel schneller als die Jahre zuvor. Wir haben neue Medien. Die Schüler oder die jungen Leser bewegen sich nicht mehr nur mit Büchern, sondern sie wollen ins Internet, Facebook, Twitter, Blogs etc. Und wir wollen das begleiten. Wir wollen das auch unterstützen, vielleicht ein bisschen denken und vor allem wollen wir die Bibliothek als Mittelpunkt der Schule auch definieren, sie auch so ausrichten und Angebote anbieten, wo man sich einfach hier treffen kann, sich austauschen kann, Wissen mitnehmen kann, einfach Mittelpunkt der Schule sein können. Okay. Vielen Dank, Herr Rolle. Ich danke Ihnen auch. Was gefällt euch an der Bücherei? Dass es hier viele Bücher gibt, für Schule, die man für schulische Zwecke benutzen kann und dass ich in der Mittagspause zum Beispiel herumhängen kann. Was macht ihr am liebsten hier? Ja, vor allem die Mittagspausen hier verbringen, weil ja, da kann man irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommen, bevor man dann nochmal wieder in Mittagsunterricht rein muss und Bücher lesen und Magazine und auf dem Sofa ein bisschen sitzen. Bevorzugt ihr die Stadtbücherei oder eher die Schulbücherei?
die Schulbücherei, weil sie kleiner ist und mehr Auswahl hat für uns. Benutzt ihr die Bücherei auch für Schulzwecke? Ja, in Holstunden oder wenn wir für Referate Material sammeln müssen, dann ist auch mal gut, wenn man dann auf Bücher zurückgreifen kann und nicht nur Internetquellen angibt. Hattet ihr irgendwelche unvergesslichen Momente in der Bücherei? Unsere unvergesslichen Momente finden jedes Mal mit Herr Rolle statt. Vielen Dank, Herr Rolle. Ich danke Ihnen auch. Nutzen auch Lehrer die Bibliothek? Da ich im Erdgeschoss unterrichte, sehe ich immer, wer raus und rein geht in die Bibliothek. Also zahlreiche Lehrer, sowohl von unserer Schule wie auch von der Max-Seitz-Schule, sehe ich häufig in der Bibliothek. Wie hat sich die Bibliothek während Ihrer Laufbahn verändert? Ich sehe hierin eine kulturelle Evolution von den Büchern über Videos, CD bis zu Hörbüchern, Internet und so weiter, sodass man sagen kann, das Wissen, das derzeit auf der Welt verfügbar ist, ist jederzeit in der Bibliothek abrufbereit. Nutzen auch Lehrer die Bücherei? Klar, wir nutzen auch die Bibliothek. Wir können ja genauso wie ihr alles ausleihen. Und ihr habt Freude an Filmen und Büchern und wir natürlich auch. Was schätzen Sie an der Bücherei? Zum einen, dass sie im Schulhaus integriert ist, dass man also schnell hier runterkommen kann. Zum anderen die Anzahl der Medien und welche Medien es gibt. Und zum anderen natürlich auch die Hilfsbereitschaft der Bibliothekare. Denn wenn es hier irgendwas nicht gibt, dann können die sie auch von außerhalb bestellen und man muss einfach nur nachfragen. Und dann wird es auch erledigt. Boah, ist das spannend. Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen. Hey Leute! Psst! Hey, aber das war echt interessant heute. Wieso? Was habt ihr erlebt? Ja, da müsst ihr unseren Film anschauen. Oh ja, das machen wir.